Ich weiß, es kam ziemlich lange nichts mehr. Erstmal hallo und ich hoffe, euch geht's gut. Ich werde einfach nur ein Live-Update machen und dann können wir einfach ganz normal wieder Videos hochladen. Also darauf habe ich halt mega Lust. Ja, wie kam es dazu, dass jetzt 3 Monate lang, fast 4 Monate lang nichts kam? Erstens, wie gesagt, meine Kamera ist kaputt gegangen. Und zweitens ist halt so viel Scheiße passiert. Ich weiß nicht, ob ich... Also ich habe viel geheult und so, aber jetzt... Ich weiß nicht, es ist so... Dilemma-Scheiße passiert, wo ich mir wirklich denke, wie viel Pech kann man in einem Leben wirklich, nicht mal Pech, sondern wie viel kann eigentlich in einem Leben alles passieren, wenn ich so überlege, was schon mal in der Kindheit alles schiefgelaufen ist. Ja, ich hatte halt viel zu verarbeiten. Ich war ja auch in Therapie und ich weiß nicht, ich habe jetzt nie wirklich intensiv über meine ganzen Probleme gesprochen, weil ich auch damals super verdrängungsmäßig war und mir gar nicht im Klaren sein wollte, wie schlecht es eigentlich um mich steht und wie ich eigentlich Hilfe benötige. Ich war halt von Kind auf drauf geprägt, ich muss alles alleine schaffen, weil sonst bin ich am Arsch. So, weil so, ne, überlebensmodusmäßig. Ja, wo ich dann ausgezogen bin und alles und dann wurde es ja immer schlimmer. Also je weiter ich von meinem Trauma entfernt war, desto schlimmer wurde es, weil ich mich nie damit beschäftigt habe und ich kann jedem empfehlen, wenn ihr wisst, das, was ihr gerade erlebt habt, war traumatisch, sucht euch so schnell wie möglich Hilfe. Denn desto länger ihr wartet, desto mehr müsst ihr aufarbeiten. Es sagen nicht umsonst Leute, sucht ihr sofort Hilfe. Also wirklich, wäre ich sofort, nachdem ich ausgezogen bin, in Therapie oder vielleicht auch in eine Einrichtung gegangen, dann wäre das absolut, dann wäre ich jetzt ein normaler Mensch. Ja, dann würde ich normale Alltagssachen, hätte ich nie Probleme damit gehabt, zu 100%. Aber man macht halt den Fehler, dass man denkt, wenn man raus aus der Situation ist, dann ist auch das Problem weg. Aber da fängt es eigentlich erst an, weil während du diese ganzen Überlebensstrategien hast und diese ganzen traumatischen Sachen erlebst, merkst du eigentlich gar nicht, wie traumatisch die Sachen sind, was sie mit dir gemacht haben und was das mit deinem Alltag auch macht. Weil ich dachte immer früher, dann kann ich halt eine Sache nicht oder dann macht das für mich ein traumatisches Erlebnis oder ich kann dann in diese Situation nicht zurückkehren oder ich kann jetzt in diese Wohnung nicht mehr gehen oder so. Aber das ist es nicht mal wirklich, sondern es sind diese ganzen Alltagssituationen, die einfach so verändert sind, dass du sie nicht verstehst. Also es wird, ich weiß nicht, wenn ihr auch posttraumatische Belastungsstörungen habt, dann wisst ihr, glaube ich, was ich meine, weil zum Beispiel bei mir... war das eine Zeit lang so. Für mich war es super schwierig, mein Schlafzimmer zu verlassen. Also es war nicht schwierig, natürlich mein Schlafzimmer zu verlassen, ne? Aber ich bin so darauf geprägt, dass ich nur ein Zimmer habe, wo ich lebe und wo ich esse, wo ich alles mache, mein ganzes Leben lang, dass es für mich heutzutage ziemlich schwer ist, mehr als ein Zimmer zu haben. So, für mich ist es super ungewohnt, jetzt runterzugehen. Auch jetzt, ich sitze wieder hier und mache ein Video. Also es hat, habe ich schon mal im Wohnzimmer ein Video gedreht, nee, lerne ich halt gerade, dass die ganze Wohnung meins ist. Ich kann runtergehen, wann ich will. Ich kann mich aufs Sofa setzen, wann ich will. Ich kann in die Küche gehen, wann ich will. Ich kann ins hier hingehen, wann ich will. Ich kann ins Badezimmer gehen, wann ich will. Und ich kann auch mitten in der Nacht, wenn ich will, das Licht anmachen. Es sind so eine Basics, die du dir eingetrichtert hast, um zu überleben. Und wenn du das auf einmal nicht mehr hast, und diese Probleme auf einmal nicht mehr da sind, du machst trotzdem so weiter. Versteht ihr? Ich bin trotzdem nachts ewig nicht auf Klo gegangen. Ich bin trotzdem super leise, wenn ich mich hier bewegt habe, super leise gegangen. Und immer, wenn ich so bei den Nachbarn gehört habe, wie sie ein bisschen gelaufen sind, hatte ich sofort Flashbacks. Das ist so verrückt. Also erstmal vom Anfang des Videos, wenn ihr Hilfe braucht, sucht euch Hilfe. Und selbst wenn ihr keine braucht, ein Therapeut, oder ein Psychologe oder so. Ich bin der Meinung, jeder Mensch sollte so jemanden an der Seite haben. Ich meine, wir haben auch unseren Hausarzt und unsere seelische Beschaffenheit ist genauso wichtig wie unsere physische. Und ich lege euch sehr nahe, dass ihr euch, egal ob ihr jetzt denkt, dass ihr Hilfe braucht oder nicht, es kann euch nur helfen. Es wird euch nicht irgendwie negativ beeinflussen oder so, ganz im Gegenteil. Wann war das? Also als die Katzen kamen, war ja super viel Stress für mich angesagt, ne? Weil Mimi ist ja fast gestorben. War sie ja auch noch so inkontinent und so, also ich musste sie auf Toilette tragen und alles, also und dann waren die Babys ja auch noch da und dann musste ich mich erstmal darüber informieren, wie ich jetzt Katzenbabys großziehe, weil Mimi das halt nicht machen konnte. War dann auch so in Online-Schulen und habe mir richtig so alles aufgesaugt, damit ich bloß keine Fehler mache. Und in den ersten
Monat ist dann so ein kleiner Knickpunkt passiert, wo ich dachte, was ich hinter mir habe. Und zwar hatte ich ewig lang mega krasse Angst vorm Erbrechen. Also ich bin damit als Kind schon, wenn ich wusste, ich habe davon Bauchschmerzen bekommen, habe ich es nicht mehr gegessen. Einfach auch, um nicht anstrengend zu sein. Ne? Das ist auch noch so eine Taktik, die man dann hat. Ich hatte mich dann übergeben, durch Stress schätze ich mal. Also ich habe ja im Monat alle 2 Stunden nicht aufgestanden. Ich hatte keine Pause zwischendurch. Ich hatte wirklich Schlafmangel. Ich habe nicht auf mich geachtet. Ich habe trotzdem noch irgendwie den Haushalt gemacht, gekocht, bla bla bla. Aber kaum was gegessen, weil ich einfach tot war. Ich glaube, jeder, der mal irgendwie sowas in der Richtung hatte oder ein Kind hat, alleinerziehend ist oder so, ich glaube, da kann sich so ein bisschen, es ist natürlich nicht so anstrengend, ne, wie ein Baby, aber so einer bisschen vielleicht sich hineinversetzen, was ich durchgemacht habe. Und ich habe ja trotzdem noch meine Diät durchgezogen, das ist mein Intervallfasten. Und das war nicht mal das Problem, sondern meine toxische Art. Ich hatte mir Essen bestellt und es kam verspätet an und ich durfte nur bis 18 Uhr essen. Und ich habe so um 16.30 Uhr oder so bestellt und dann kam es aber erst um 18 Uhr an, 18.15 Uhr oder so. Und ich war so in diesem, immer noch, ey, ich habe einen Monat schon die krankeste Scheiße gemacht und ich war immer noch so, ich muss trotzdem weiter abnehmen, dass ich das dann so schnell gegessen habe, dass ich das alles wieder innerhalb von einer Stunde ausgebrochen habe. Also mir war sofort schlecht, weil ich einfach viel zu schnell, es war auch zu viel, ich habe die ganze Zeit nichts gegessen, auf einmal so richtig viel. Und ich habe auch etwas Blut erbrochen, also es war wirklich einfach zu viel für mich. Es war einfach, ich war durch. Und da hatte ich dann mein Trauma wieder. Also so einen richtigen Recap, so einen richtigen Flashback, wie ich früher als Kind immer Angst davor hatte. Und ich hatte halt wieder meinen Panikattacken, ist ja sowieso. Aber es war richtig dramatisch. Alleinsein für mich Sicherheit bedeutet und sobald ich allein bin, klingt auch eigentlich immer, wenn jemand da ist, während ich eine Panikattacke habe, die Panikattacke ist dann sofort weg. Also außer ich habe natürlich einen alleine, ne, dann kann auch natürlich niemand gehen. Aber wenn jemand da ist und derjenige ist dann weg, dann ist die Panikattacke weg. Leider. So ist es halt. Ich wünschte, ich wäre so ein Mensch, der dann Nähe braucht und dann Nähe möchte, aber nicht der Fall. Habe ich dann unten geschlafen, bin aber trotzdem dann hoch, weil die Babys hier oben waren, weil hier die Heizung besser ist, damit die Temperatur passend war. Habe dann trotzdem alle 2 Stunden die Babys gemacht und so und am nächsten Tag für ein paar Tage bei seinen Eltern sein kann, weil er mir jetzt nicht wirklich gerade eine Hilfe ist und ich eher mehr Arbeit durch ihn habe, weil er mir halt bei den Babykatzen nicht geholfen hat. Ich konnte einfach nicht mehr, so for real. Und es sind noch ein paar Sachen davor passiert, die ich mit ihm nicht verarbeiten konnte, weil einfach zu viel auf einmal passiert ist. Die ich erstmal dann danach alles realisiert habe, was eigentlich alles passiert ist. Und was während der Zeit, wo die Baby schon da war, ich noch so viel nicht verarbeitet hatte. Dadurch war das Vertrauen dann auch weg an ihn und dann habe ich ihm sowieso noch weniger vertraut und dann war das mit den Babys. Oh, da war so, ist so viel passiert. Es war wirklich so Schlag auf Schlag. Und dann ist der Gigi auch noch verschwunden. Er ist immer noch verschwunden. Jetzt ist fast ein Jahr. Nächsten Monat ist es ein Jahr, ist er weg. Ich habe immer noch Hoffnung. Ich habe von Leuten gehört, die kommen nach 5 Jahren wieder, die Katzen. Also wer weiß, ob Gigi. Da war das auch mit Chico. Da bin ich komplett durchgedreht. Also das war schon davor. Aber das kam, wenn halt sowas nochmal passiert mit einem Haustier, dann ist halt immer so ein Flashback-Moment, ne? Oh Gott, was ist noch alles für Scheiße passiert in der Zeit? Junge, ich kann gar nicht aufhören. Dann habe ich euch erzählt, dass eine von den Babykatzen im Bauch von Mimi gestorben ist. Und dann ist noch eine Babykatze gestorben, weil sie Nierenfehler hatte. Und das war auch noch mein Lieblingskind. So hat irgendwie mein Auge gemacht. So, der Arzt konnte mir auch nicht genau sagen, wieso die jetzt gestorben ist. Aber wahrscheinlich ist es Nierenfehler. Es war einfach die Schwächste von allen. Nope. Da durfte ich die Babykatze nicht mal behalten. Dann wurde sie nicht mal eingeäschert, sondern einfach weggeschmissen. Sorry, wenn ich so sage. Aber das hat mich richtig sad gemacht und sauer auch gemacht, weil ich hätte die schon beerdigt gerne. Wenigstens in meinen Garten oder so. Und dann im Januar ist Mimi gestorben. Kann man sich das ausdenken? Verwirrt, also wenn dir so viel Scheiße auf einmal passiert, und es war innerhalb von einem halben Jahr, ja, also Ende Mai, Anfang Juni fing der erste Scheiß an, bis Januar. Dieses halbe Jahr war das Schlimmste Jahr meines Lebens, ich mein's ernst. Es ist so viel herausgekommen, es ist so viel Scheiße passiert, ich bin komplett
durchgedreht. Ich dachte, ich verliere meinen Verstand. Es hat angefangen damit, dass ich mich übergeben habe. Durch Stress. Und es hat geendet damit, dass ich mich übergeben habe. Warum auch immer, ich weiß nicht wieso. Also da habe ich gemerkt, weil ich nehme mehr Tabletten, also Medikamente, die Panikattacken unterdrücken. Also ich kann keine bekommen, wenn ich eine von diesen Tabletten nehme. Und dann nehme ich noch ein Antidepressivum. Und das hat halt wirklich gemacht, dass ich gar keine Probleme mehr mit sowas habe. Und in der Zeit, was wirklich eigentlich gut war, dass das passiert ist, das war vor einem Monat oder so, anderthalb Monaten, habe ich mich wieder übergeben und ich habe keine Angst verspürt. Also ich hatte weder die Panik davor, ich bin einfach, mir war ein bisschen nicht mal übel oder so. Also ich merke einfach, mir wurde nicht übel. Ich hatte keine Panikattacke, weil mir übel wurde, sondern mir war übel, weil ich einfach eine random Panikattacke hatte. Weil ohne diese ganze Panik drumherum, weil normalerweise, wenn ich mich übergeben habe, dann hatte ich halt davor zwei Stunden Panik und größte Beklemmungen und größten, ekligsten Gefühle meines Lebens und danach auch. Und konnte dann auch gar nicht einschlafen und so. Und da war es halt einfach so, ich habe ein bisschen gemerkt, okay, mein Bauch ist irgendwie komisch, habe aber noch Sachen so nebenbei gemacht und dann war ich so, warte mal kurz, irgendwie, da will was raus. Und dann bin ich halt sofort auf Klo und dann war es auch sofort draußen und dann war es das. Ich hatte keinen Bauchschmerz mehr, ich hatte keine Panikattacke, ich war so perplex meines Lebens. Ich glaube, jeder, der Emetophobie heißt es, glaube ich, hat, der versteht, wenn man auf einmal dann das besiegt hat und dann das erste Mal seitdem sich übergibt, ist das das komischste Gefühl der Welt, aber ich glaube, ich habe das wirklich gebraucht. Natürlich ist Übergeben ekelhaft, ne? Will man auch nicht. Ich will es jetzt auch nicht nochmal, aber es war gut, dass es passiert ist, sage ich ehrlich, weil das hat irgendwas in mir ausgelöst. Nicht mal bewusst unbedingt, aber unterbewusst auf jeden Fall unfassbar viel. Ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen mitbekommen habt, ich habe euch in vorletztem Video, glaube ich, ein bisschen was davon erzählt, von meiner Krankheit. Und das ist halt so eine schwierige Art, weil es ist so eine Art von Epilepsie sozusagen, aber eine psychosomatische Epilepsie. Und das bedeutet, der Auslöser ist nicht irgendwie, kann glaube ich auch bei manchen Leuten sein, Lichtflackern oder so. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese Warnungen manchmal gesehen habt bei Filmen oder so, dass man da aufpassen soll, aber das ist bei mir nicht der Fall, sondern es ist psychosomatisch. Das heißt, wenn ich einen Trigger habe, dieses halbe Jahr, wo dann die Babys aber langsam größer wurden, war halt das bei mir der Alltag bis 18 Uhr ganz normal, so wie bei jedem würde ich sagen. Aber ab 18 Uhr habe ich mich eigentlich immer sofort ins Bett gelegt, weil ich wusste, jetzt geht's gleich los, jetzt kriege ich gleich einen Anfall, jetzt wird wieder die anstrengendste Zeit meines Lebens. Und es war halt jeden Tag. Ich hatte keine Pause und ich bin halt nur eingeschlafen vor Erschöpfung, weil mein Körper einfach diese ganzen Panik, diese ganzen Hormone und sowas, alles diese ganzen Sachen, die ausgeschüttet wurden, irgendwann kann dein Körper einfach nicht mehr. Und ich war noch nie der Typ, der nur eine Panikattacke hatte, leider, und das dann aufgehört hat, sondern ich war immer der Typ Schübe. Das heißt, Panikattacke und denkt, war's das? Nee, nächster Schub. Und es ging halt so weiter. Und bei mir war es halt auch mit Epilepsie, das heißt, ich habe absolut gezittert. Ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht laufen, ich konnte nicht mein Handy in die Hand nehmen. Ich konnte gar nichts. Also es war einfach so ein Anfall halt. Ne? Ich konnte auch kaum sprechen, weil halt mein Kinn auch gezittert hat. Also es war wirklich nicht cool und ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Es war vielleicht 2 Monate oder 3 Monate, wo ich das wirklich jeden Tag hatte, aber hat auch gereicht. Ne? Ich hatte es davor vielleicht einmal in 3 Monaten oder so und dann auch nur 10 Minuten oder 20 Minuten oder vielleicht höchstens eine Stunde. Den ganzen anderen halben Tag, ich habe immer so bis 11 oder 13 Uhr geschlafen, weil mein Körper einfach so erschöpft war jeden Tag von dieser Stressausschüttung, dass ich halt wirklich gar kein Leben mehr hatte. Also es war halt wirklich immer nur diese Basics. Das Einzige, was mich wirklich am Leben gehalten hat, waren meine Katzen, weil die halt einfach kuscheln und sich um etwas kümmern, hat mir schon immer geholfen. Freuen sie sich so, bla bla bla. Das hat mir einfach total geholfen, dass ich da wenigstens eine Aufgabe hatte, die ich meistern konnte, weil das halt eine einfache Aufgabe ist, ne? Also Katzenklo sauber machen, Essen sauber machen, Essen neues Essen geben und Wasser neues geben und so. Das sind halt einfache Aufgaben, ne? Und wo alles so kompliziert war, war das halt irgendwie so mein Anker, weil das war immer einfach. Das habe ich immer hingekriegt und das war wirklich, wenn das nicht gewesen wäre, ich weiß auch nicht, dann wäre ich halt nur im Bett gelegen und gar nichts gemacht. Aber ja, so sah halt mein Tag aus, ne? Also ich habe auch so lange nichts gepostet gehabt und so, weil ich habe nicht mehr Energie, um irgendwas zu tun. Geschweige denn, mich jetzt noch fertig zu machen und so. Schon echt lange her. Mir ging es zwar jetzt auch scheiße, wo mein Uropa gestorben ist, aber er hatte wirklich ein schönes Leben und er wurde 87. Gutes Alter und er hatte wirklich ein schönes Leben.
Er hat mich zwar zum Schluss nicht mehr erkannt, die letzten 2, 3 Jahre oder so. Also er wusste nicht mehr, wer ich bin. Bin nicht so mit Tod, dass ich... Ich habe eine andere Verbindung dazu. Ich bin eher auf der spirituellen Ebene, auf der buddhistischen Ebene. Dass der Tod nicht das Ende ist, das glaube ich nicht. Ich denke jetzt nicht, dass wir in den Himmel kommen oder so. Also es wird bestimmt so eine Art geben, wo sich die Geister treffen oder so. Vielleicht nimmt er sich eine Auszeit im Geisterreich und hat jetzt erstmal gar keinen Bock jetzt nochmal auf die Erde, ne? 87 Jahre, erstmal gar keinen Bock. Ich bin dankbar, dass er da war und ich hoffe, sein neues Leben wird auch schön. Das ist mein Live-Update. Excuse me, war das jetzt... Wie lange habe ich jetzt aufgenommen? Ich habe, glaube ich, schon eine halbe Stunde jetzt einfach nur gelabert. Ich wollte es halt so bestmöglich wie möglich erklären und vielleicht kann ich irgendwann mal auch ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn ihr das möchtet. Vielleicht hilft es ja auch irgendjemand, wenn ich genauer über meine Scheiße, die ich erlebt habe, rede, weil jetzt kann ich darüber reden, jetzt habe ich kein Problem. Ich habe es nicht mehr verdrängt, es ist ein Teil meines Lebens, was ich erlebt habe und das wird auch immer ein Teil meines Lebens bleiben und entweder ich nehme diese Vergangenheit an und ich versuche, irgendwas Positives rauszuschöpfen, irgendwie anderen Leuten damit zu helfen. Oder ich verdränge sie halt immer weiter, bis ich irgendwann komplett dran zerbreche, weil dein Körper ist nicht dafür, beziehungsweise dein Geist ist nicht dafür gemacht, Sachen nicht... Manche natürlich, es gibt natürlich, ne, dein Gehirn kann Sachen so verdrängen, dass du dich gar nicht mehr dran erinnerst. Aber wenn du dich die ganze Zeit dran erinnerst und du weißt, dass es da war, dann bringt es dir nichts, es weiter zu verdrängen, weil offensichtlich musst du es verarbeiten. Es gibt sicher auch Sachen, die ich einfach vergessen habe, weil sie so traumatisch waren. Und die muss ich offensichtlich nicht verarbeiten. Aber die Sachen, die ich weiß, die muss ich verarbeiten. Bzw. musste ich verarbeiten und die habe ich verarbeitet. Ich glaube, ihr wisst gar nicht, warum ich mit YouTube angefangen habe. Ich habe mit YouTube angefangen, weil ich wusste, dass ich durch meine ganzen Krankheiten keinen normalen Job haben werden kann. Also ich wusste, ich werde niemals in meinem Leben einen 9-to-5-Job haben können. Ich habe es probiert. Dafür bin ich einfach nicht gemacht. Dafür hat meine Kindheit mich zerstört. Jetzt könnte ich sogar vielleicht, aber es macht mir auch Spaß. Also warum probiere ich es nicht wenigstens? Weil ich habe es ja schon mit 16 probiert, oder? 18 oder so. Und da hatte ich immer Spaß daran. Da dachte ich mir so, wenn es mir Spaß macht, manche verdienen damit ihr Geld, manche können davon leben. Mehr will ich ja gar nicht. Ich will nicht reich werden. Was soll ich mit Geld? Also ich will einfach nur finanziell unabhängig sein, mir meine Wohnung bezahlen können und ab und zu mir was Geiles zu essen kaufen. Beziehungsweise habe ich auch ich hatte eine zweite Kamera, weil es euch wundert. Ich habe die aber verkauft, damit ich einmal eine Miete zahlen konnte, weil ich halt, ja, nicht arbeiten konnte. Und dann habe ich halt nur von meinen Ersparten gelebt. Es ist ja trotzdem irgendwie schön, dass daraus so was Schönes entstanden ist und dass ich jetzt sagen kann, dass ich einfach geheilt bin und dass ich jetzt ein normales Leben habe. Deswegen, ich finde es schön irgendwie, dass ihr bei der ganzen Reise dabei wart, dass ich nie alleine war damit, auch wenn ich natürlich... Ihr wart jetzt nicht neben mir, aber ihr wart da und immer zu wissen, dass jemand, der mir helfen könnte. So, wenn ich zum Beispiel irgendeine Frage habe, dann ist immer jemand da, der mir helfen kann. Also einer von euch hilft mir immer. Solche Sachen, das hatte ich halt nie und das hat dann so fremde Menschen schon irgendwie so hilfsbereit sind und ich das aber nie erfahren habe so wirklich. Und das dann bei Fremden einfach so, wenn ich eine Frage habe, ey, wisst ihr, wie das und das funktioniert? Und mir dann wirklich auch Leute antworten. Das ist jetzt passiert die letzten Monate. Ich war ja auch nicht so aktiv die letzten 6 Monate, aber die letzten 3 Monate war wirklich so ein... Ich brauchte das. Also ich hätte, glaube ich, auch, wenn ich eine Kamera gehabt hätte, nicht viel posten können, die bestmögliche Version von mir wieder sein. Und ich bin wirklich stolz auf mich, was ich... Ich sag euch ehrlich, wenn ich jetzt wieder so zurückdenke, damals war es halt für mich normal, dass diese ganzen Sachen passiert sind. Nur einen halben Tag oder so 5 Stunden am Tag hatte und dann diese Panikschübe hatte und diese leptischen Anfälle jeden Tag. Und es war so normal. Und jetzt, wenn ich zurückdenke, Alter, was habe ich da eigentlich überlebt mal wieder? Seit ich 10 oder so der Meinung, ich werde nicht alt. Ich werde auf jeden Fall nicht älter als 25 oder 20 oder so. 14 war ich schon so, Alter, ich werde nicht 18, habe ich gar keinen Bock drauf. Da beende ich das vorhin. Ich habe es halt wirklich ernst gemeint. Es war ja so früher, dass mein Mann schon das gesagt hat, aber ich habe es wirklich ernst gemeint. Und mein Lehrer hat noch wirklich dann auch mit meinen Eltern und so gesprochen, aber die haben es halt nicht wirklich, ja... Ich habe es trotzdem irgendwie hinbekommen, weil immer irgendwas war, was mich dann doch motiviert hat. Es gibt beides im Leben, ne? Du merkst erst, wie schön Sachen sind, wenn du die größte Scheiße deines Lebens erlebt hast. Und du merkst erst, wie schön es ist, gesund zu sein, wenn du mal wirklich krank warst. Ich denke schon, dass diese Epilepsie jetzt weg ist. Ich denke aber, wenn mal ich jetzt wieder eine Zecke oder sowas habe, dass das dann trotzdem sein wird. Ich weiß, das hätte ich jetzt auch gesagt, wenn ich mich jetzt nochmal übergebe, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, vielleicht ist mein Gehirn schon so umstrukturiert, dass das gar nicht mehr geht, dass ich mit Stress gar nicht mehr so
übertrieben, sag ich jetzt mal, umgehe, also dass es gar nicht mehr so eine Überreaktion mehr kommt. Also das kann auch sein. Ich will es nicht drauf anlegen, ich will jetzt keinen Zecker an meinem Fuß haben. Ich kann mir aber vorstellen, eventuell, dass ich das jetzt denke, dass es nochmal passieren könnte, aber es gar nicht mehr geht. Ich habe auch Bock, vielleicht mal auf diesem Kanal ein bisschen was Neues auszuprobieren. Ich habe auch meinen Namen geändert, so for random. Ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich Bock, dass der Name kürzer ist. Und mein Linke ist halt süß, weil ich ja voll der krasse Zelda-Fan bin. Deswegen dachte ich mir, let's go. Super geil für den Algorithmus. Also, falls ihr mich unterstützen wollt, Like und ein Abo da lassen. Weil ich war jetzt so lange weg. Ich glaube, YouTube denkt, ich bin gar nicht mehr, ich existiere gar nicht mehr und ich werde wahrscheinlich niemanden in der Abo-Box angezeigt. Einfach liken, Leute. Einfach liken. Mega Bock. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal meine Nägel machen. Ich habe mir so bei Amazon so ein paar Nagelsachen geholt. Ich weiß auch nicht, wie lange ich sie machen will. Und ich werde euch ein Update über meine Tattoos geben, weil alle wegkommen. Fast alle wegkommen. Und vielleicht auch, weil meine Haare sind ja auch ein bisschen gewachsen. Aber es kommt sehr viel auf euch zu. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Wenn nicht, ich gucke meine Videos auch an. Da ist auch gleich ein Problem mit. Das, was mich so motiviert hat, ne, ist irgendwann zu wissen, ich sitze irgendwann, mache ein YouTube-Video und sage, ich bin geheilt. Das hat mich wirklich enorm motiviert. Und das ist jetzt wirklich einfach passiert. Und ich hier wirklich gerade sitze und das sage. Ich würde sagen, sehen wir uns bald wieder. Dann sehen wir uns bald wieder. Fühlt euch gedrückt. Ich habe euch lange nicht mehr gesehen. Und ja, bis bald.